Okay, zunächst ein anderer Redebeitrag. Danach kommt Agi. Also der erste Beitrag, der jetzt ansteht, auf Deutsch, ist von der Autonomen Anzeigengruppe Neukirch. Niemand weiß, wer in der Nacht vom 4. zum 5. April letzten Jahres Burak ermordet hat. Fühlte sich der Täter vom Lachen der Gruppe junger Männer, mit dem Burak unterwegs war, gestört? Oder war er ein Rassist, ein Neonazi? Die Polizei schließt seinen persönlichen Hintergrund aus und ermittelt nun seit einem Jahr in alle Richtungen, wie es heißt. Bisher ohne jedes Ergebnis. Fest steht, dass der Neonazi-Funktionär Gerhard Heindl 20 Jahre zuvor am 4. April 1992 bei einer Auseinandersetzung mit migrantischen Antifas in einem Restaurant in Neukölln getötet wurde. Er wurde in der Folge von Neonazis zum Märtyrer stilisiert. In ihren Veröffentlichungen und Internetforen erinnern sie bis heute an seinen Todestag und rufen zur Rache auf. Fest steht auch, dass Neonazis in der Nähe von dem Ort, an dem Burak ermordet wurde, wohnen und aktiv sind. Nur einige hundert Meter vom Tatort entfernt blieb die Britzer Hufeisensiedlung. Hier verteilte die NPD im August 2011 ihre Propaganda zu den anstehenden Wahlen zum Abgeordnetenhaus. Als eine Familie die Werbung der Neonazi-Partei ablehnte, wurde sie bedroht. In der Zeit danach wurden nachts mehrfach Fenster im Haus der Familie eingeworfen, die Hauswand mit Farbe beschmiert, der Briefkasten gesprengt. In der Gegend um die Parchimer Allee tauchen immer wieder Aufkleber, Plakate und Sprühereien auf, mit denen die Neonazis ihre rassistischen Forderungen, etwa nach der Abschiebung aller Migranten, verkünden oder ihre Verehrung für verurteilte Nazi-Verbrecher wie Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess bekunden. Vor 6 Wochen versammelten sie sich mit Fackeln und Fahnen auf dem alten Britzer Friedhof zu einer Feier für ein Mitglied der Nazi-Schlägertruppe SA. Die Nazi-Ikone war nach einer Auseinandersetzung mit politischen Gegnerinnen an seinen Verletzungen gestorben, weil seine SA-Kameraden die Versorgung durch einen jüdischen Arzt verweigert hatten. Mit Gewalt gegen Neonazis auch heute noch gegen Menschen vor, die sie als politische Gegnerinnen ansehen. Im August 2012 wurde ein Jugendlicher, als er Neonazi-Aufkleber entfernte, vom Vermummten bedroht, geschlagen und verletzt. Er kam auf dem Heimweg vom Anton-Schmauch-Haus. Das Anton-Schmauch-Haus ist eine Einrichtung für Jugendliche und Kinder, die zu einem sozialdemokratischen Jugendverband gehört. Neonazis haben schon zweimal versucht, das Anton-Schmauch-Haus anzuzünden. Das Haus liegt noch 15 Minuten zu Fuß von dem Ort entfernt, an dem Burak erschossen wurde. Aktuell hetzt die NPD gerade gegen die geplante Errichtung einer Unterkunft für Flüchtlinge in Britzen. Sie verteilt rassistische Flugblätter, in denen sie fordert, dass die gutbürgerlichen Wohnsiedlungen deutsch, also frei von Migranten bleiben müssten. Auf einer Kundgebung zum Thema zeigten Neonazis ein Transparent gegen den angeblichen kriminellen Multikulti-Wahn und verbanden dies mit der Drohung kein Vergessen, kein Vergeben. Anlässlich eines Beitrages zu Burak in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY feierte eine Frau aus der Neuköllner Neonazi-Szene, die bis vor kurzem in unmittelbarer Nähe wohnte, in einem sozialen Netzwerk den kaltblütigen Mord und verhöhnte das Opfer. Alle diese aufgezählten Punkte sind kein Beweis dafür, dass der Mord an Burak eine rassistische Tat war. Sie geben aber einen Einblick in das politische Klima in der Gegend, in der der Mord stattfand. Sie sind Grund genug, eine Frage so lange zu stellen, bis sie endlich beantwortet ist. War Rassismus wieder das Motiv?